Das ist eine neue Ausgabe vom One-on-One Facebook Live, direkt aus der Swiss Arena in Kloten. Bei mir ist der Vincent Praplo, der Hoffnungsträger sozusagen von mir hat sich Kloten, dass es eben nach dem schwachen Saisonstart doch noch für Playoffs langt. Vincent, schön, nimmst du Zeit für das Interview. Danke. Du bist gerade vom Training gekommen. Macht es eigentlich Spass aktuell zum Hockeyspielen? Ja, also Spass bei mir immer noch, das ist klar. Wenn man verliert, ist halt etwas anders, nicht so einfach. Ist man manchmal vielleicht ein bisschen schlechter drauf und dann macht es halt viel mehr Gedanken. Aber ja, ich spiele gleich gerne Hockey und eben genau dann, wenn es nicht läuft, muss man wirklich den Spass probieren zu behalten beim Training. Ja, man muss sich über kleine Sachen freuen. Und wir schauen führen und gehen bei dir drin gehen. Das Wochenende ist nicht so ganz verlaufen, wie ich das gehofft habe. Es hat vorher Kinder gehabt im Training, die zugeschaut haben und immer wieder so reingerufen, spielt besser. Das ist eigentlich eine relativ plumpe Anforderung oder Forderung. Aber es trifft natürlich im Punkt. Ihr müsst besser spielen, wenn ihr in Playoffs seid. Was müsst ihr konkret besser machen? Ja, das ist klar. Wir wissen, dass so wie wir spielen, das lange nicht. Ja, ich glaube, das Spiel am Freitag, wenn wir nicht groß darüber reden, ist plus minus alles schlecht gelaufen, von Anfang an bis zum Schluss. Ja, es ist schwierig. Wir müssen sicher mehr Goal schiessen. Das ist uns bewusst. Defensiv ist meistens glaube ich, okay gewesen, jetzt eben die letzten zwei Spiele. Und ja, vorne vielleicht ein bisschen zu schön spielen wir amigs. Wir gehen nicht dort, was weh tut, oder zu wenig. Und ja, immer mit ein Mühe, um wirklich 60 Minuten durchzuziehen. Mhm. Zum Rex gegen Gambri teilweise wirklich extrem dominiert. Aber ja, also wie nichts gebracht, wenn wir nicht vor dem Goal gehen, wenn wir nicht dort gehen, was weh tut, bringt es nicht. Darum ja, ein paar Sachen müssen wir verbessern und müssen im Training dran. Mehr Goalschüsse ist natürlich etwas, was dich persönlich angeht als Leistungsträger vom Team. Klar, es ist ein Teamsport, aber stellt man sich da auch in Frage in so einer Phase, was man persönlich noch besser machen könnte? Ja, klar, das ist mir bewusst. Unsere Linie muss produzieren, das ist ganz klar. Das war letztes Jahr der Fall gewesen. Ja, im Schütz zwar schon ein paar Goals, aber leider zu wenig. Ja, sicher. Ich meine, wenn man Leistungsträger ist in einer Mannschaft, dann muss man die Verantwortung übernehmen. Vor allem, wenn es schlecht läuft, dann muss man umso besser sein. Und ja, sicher ist es nicht einfach für mich selber. Ich habe teilweise viele Chancen gehabt. Nicht allzu oft hineingehört bis jetzt. Aber das gehört dazu. Das ist einfach so im Sport. Und da muss man eben probieren, positiv bleiben. Auf keinen Fall den Kopf hängen lassen. Man muss die Mitspieler mitziehen. Und ja, für schauen, eben im Training probiere ich jedes Goal schiessen. Und eben den Spass abhalten und dann im nächsten Spiel besser machen. Ich habe zurückgeschaut auf deinen Sommer, der war ja wahnsinnig intensiv gewesen. Also nicht nur der Sommer, sondern auch eben nach der Saison mit Kloten gerade ins WM-Camp eingerückt, WM gespielt, Super-WM, nachher direkt in die RS. Intensiveres Programm wie sonst natürlich, weil du weniger Zeit hast. Dann bist du noch in Chicago gewesen. Hast du eigentlich auch mal ein bisschen Zeit für dich gehabt? Oder merkst du das jetzt, dass du vielleicht auch ein bisschen müde bist vor all dem? Ja, es war ein kurzer Sommer eigentlich, aber du gesagt, es war wirklich intensiv. Eben sonst nach der Saison hat man immer eine Woche, zwei, drei, um sich zu erholen. Eben physisch ist man meistens zwar schon ein bisschen müde, aber eben, das ist einfach so im Sport. Aber mental ist es auch wichtig, dass man ein bisschen abschalten kann, ein bisschen weggehen. Und das war leider nicht der Fall gewesen. Ja, ich habe im Militär vor allem am Anfang hatte ich ein bisschen Mühe gehabt, weil ich meine, ja, anstatt in der Ferien am Strand bin ich halt im Adlinger gewesen. Ja. Es ist zwar gut zum Trainieren, das ist... ein bisschen abgeschottet auch, oder? Genau, es ist... ja, und dann meine WM-Kollegen sind irgendwo am Strand gewesen, ich habe täglich Bilder bekommen und das hat natürlich nicht einfach gemacht. Aber ja, das gehört dazu. Wenn man WM spielt, wird es eine lange Saison. Und die WM ist wirklich super gewesen, ja. Extrem freut und nachher... ja, klar, Militär ist dazwischen gekommen, aber verständlich belohnt worden. Ich habe auf Chicago können, ich habe auf San Jose können. Und ich habe auch noch zwischendurch irgendwo noch Ferien gehabt, als ich mit dem Kollegen weg war. Ja, auch das war wichtig. Ich meine, eben, dass man ein bisschen doch wegkommt vom Hocken, ein bisschen von anderen Gedanken kommt und ja, am Körper mal eine Auszeit geht. Aber nein, ich fühle mich gut, ich fühle mich fit und ja, er ist eine Herausforderung da in Kloten und ich freue mich darauf und wir sind dran. Es war noch gewesen, im Sommer, dass du den Vertrag vorzeitig verlängert hast hier in Kloten. Ich glaube, da muss man kein Prophet sein, zu sagen, dass wahrscheinlich Kloten nicht das einzige Team war, das interessiert war an dir. Hat es auch konkrete Angebote gegeben schon auf nächste Saison, wo du dich damit befassen musst?
Konkret ist eigentlich nichts. Ich hatte zwar Gespräche gehabt, Telefon gehabt mit ein paar Teams. Aber mit dem Agent und mit der Familie haben wir uns für Klot entschieden. Mhm. Es ist mir einfach mal klar gewesen, dass ich da eine riesen Rolle habe, Klot. Da kann ich als Spieler wachsen, kann ich als Mensch wachsen, die Garde oben. Ich habe eine Verantwortung für den 20-Jährigen. Ich glaube, das ist eine gute Sache für meine Entwicklung. Und jetzt freue ich mich auf die Saison und dann sehen wir, was nächstes Jahr passiert. Du bist ja bei Saisonstart noch in San Jose, also im Sommer schon in Chicago, dann in San Jose ein paar Spiel gemacht. Und dann bist du zurückgekommen und immer geheißen, ja, eben der Wörs hat die Einladung abgelenkt. Das war aber glaub nicht so gewesen. Das war von Anfang an klar gewesen, dass du zurückkommst auf Kloten. Heisst das auch, es war von Anfang an für dich klar gewesen, dass es nicht lange für einen NHL-Vertrag? Nein, ich glaube nicht lange. Das ist falsch. Es ist einfach von Anfang an abgemacht mit Kloten und mit San Jose, dass ich die Zeit dort verbringe, dass ich die Leute lernen kann, dass ich mir ein Bild machen von der Organisation. Und gemäß dem Betrag, den ich da geloten habe, war es ja auch gemacht, dass ich nach den 10 Tagen hier auf Kloten zurückkomme. Darum, es ist von Kloten und auf San Jose jetzt da null Probleme gewesen. Oder eben, kein Fall, dass ich die Einladung abgelehnt hat. Es war einfach die Abmachung von Anfang an. Und wir haben uns alle daran gehalten und darum ist es so passiert. So trotzdem ein bisschen schwer gefallen, so unsere quasi Traumwelt, eben NHL, dein grosser Traum, dein Ziel, zurückkommen, Kloten, die sozusagen bittere Realität, wenn der Saisonstart eben nicht so ist. Also, ist das schwer gefallen machen? Ganz einfach ist es sicher nicht gewesen. Ich meine, ich bin so näher an der NHL, bin ich wahrscheinlich noch nie gewesen. Mhm. Aber es war mir bewusst gewesen, wie es rauskommen wird nach den 10 Tagen, weil ich wusste, ich komme dann heim. Aber es war wichtig, dass ich eben die Leute lernen, den Coaching-Staff lernen, GM. Und es war eine super Woche. Sehr, sehr gute Feedbacks bekommen. Und jetzt bleiben wir in Kontakt und werden uns während dem Jahr treffen und sehen. Und sie wird meine Leistung verfolgen. Und dann nächstes Jahr nochmal ein anderes Thema. Wir können zurückschauen auf deine ganze Karriere und vielleicht 2 Jahre zurückblenden, wo du, glaube ich, noch einen Vertrag gekämpft hast hier in Kloten. Und nachher plötzlich quasi explodiert. Was ist passiert in den letzten 2 Jahren? Kannst du es in Wort fassen? Es ist schwierig. Ich glaube, manchmal braucht es nicht allzu viel. Ich bin von Kanada zurückgekommen. Meine erste Saison in der Nation ist nicht extrem gut gelaufen. Nach dieser Saison ich bin mit den Leuten zusammengekocht, mit der Familie, mit dem Agent. Und dann reden wir, was ist falsch gelaufen, wo muss ich besser werden. Ich habe physisch etwas gefehlt. Technisch war ich meistens gut dabei gewesen, aber es ist ein riesiger Unterschied, Junioren zu Profi. Ja. Körperlich ist der eine und nachher auch taktisch. Es ist ganz anders Hockey. Es viele Triple in der blauen Linie, die Böcke verlöst, defensives Spiel. Das sind alles Sachen, die man daran arbeiten muss. Und das ist mir, glaube ich, nach meiner ersten Nationalsaison wirklich so richtig bewusst geworden. Ich habe extrem hart gearbeitet im Sommer, dass ich körperlich dann mit den Besten mithalten kann. Und das hat, glaube ich, dann den Unterschied gemacht. Und dann, das braucht man manchmal im Leben oder im Sport, dass man eigentlich schlecht läuft, dass man sich ein paar Fragen stellen kann, wieso läuft es nicht gut. Und dann kann man aufstehen oder kann man eben nicht aufstehen. Meine zweite Nationalsaison ist dann sehr gut gelaufen. Ich habe auch vom Coaching-Staff viel Listen bekommen. Ja. Und wenn man jetzt eine Chance bekommt, dann muss man auch nützen. Und das hat den Glauben gemacht. Dann, wenn man das natürlich vergleicht mit anderen Karrieren, da gibt es Spieler, die gehen auch auf Nordamerika über, so wie du das gemacht hast, werden dann drafted, sind nahe bei der NHL. Du hast jetzt noch ein paar Jahre zusätzlich gebraucht in der Schweizer Liga. Warum? Was hast du das Gefühl? Bist du irgendwie ein Sportzünder oder hast du einfach erst später wirklich begriffen, wie du jetzt gesagt hast, was es braucht? Es ist schwierig zu erklären. Vielleicht habe ich mehr Zeit gebraucht, um wirklich daraus zu kommen, was muss man machen und was geht überhaupt, um in der Nation, um als Profi gut zu sein. Und ich hätte zwar können, wenn ich bei Junioren gespielt habe, hätte ich noch mal bleiben können. Für mich aber eben ist der Weg über das Jahr für mich der richtige gewesen, oder der, den ich gewählt habe. Und vielleicht als Junge, wenn man die Junioren eigentlich
ohne mal, wie sagen, hart zu arbeiten, mit dem Talent kann durchlaufen, dann ja, denke ich mir, dass vielleicht die Nazi anlangt. Und dann irgendwann ja, merkt man mit dem Alter, dass einfach Talent doch nicht alles ist und dass ganz viel harte Arbeit dahinter steckt. Und ja, die einen begreifen es ganz früh, die anderen viel später. Vielleicht ist es bei mir auch ein bisschen später gekommen. Ja. Aber ja, es ist zum Glück noch nicht spät gewesen. Ich war gleich noch relativ jung gewesen, als ich es begriffen habe. Und ja, die drei letzten Jahre sind nicht sehr her gewesen. Ich habe wirklich hergearbeitet und das zahlt sich jetzt aus und das ist sehr schön. Du hast vorhin gesagt, in San Jose so nahe an der NHL bist du noch nie gewesen. Was hast du das Gefühl, wie nahe bist du wirklich oder was fehlt noch? Ja, ich glaube, körperlich kann man sicher da noch ein bisschen mehr machen. Man sieht die Spieler, die dort sind oder die Spieler, die mit mir trainiert haben. Ja, sind körperlich alle wirklich extrem fit. Nachher muss ich mein Spiel sicher dann ein bisschen anpassen. Es ist ja, ein ganz anderes Spiel hier in der Nazia als dort in der NHL. Es ist viel direkter gespielt, man fährt weniger zurück. Man geht einfach führen, man chippt den Puck. Ja, Spielstil sich ein bisschen anpassen, mental ist auch eine kleine Sache. Meine, die Spieler dort sind keine andere Wahl. Es ist entweder der Manager oder sonst kann man kaum vom Hockey leben. Darum mental wirklich extrem scharf sein. Dann, ja, es ist Business, es ist jeder für sich. Ja, es ist eine Herausforderung. Darum ich weiss noch viel härte Arbeit als Jahr und nächstes Jahr gibt es hoffentlich nochmal eine Chance. Da der WM war, ich weiß nicht, ob du das selber gesehen hast, aber der Tagesanzeiger hat den Titel gehabt, der Ovechkin aus Kloten. Hast du gesehen? Ich habe gesehen. Vergleich, Rückennummern und so weiter. Aber auch vom Spielstil her im gleichen Artikel ist gestanden, Praplo weiß gar nicht, wie gut das er sein kann. Weißt du, was der Autor damit gemeint hat? Ja, es ist. Vielleicht, das ist eben die Schweizer Mentalität, die die meisten haben. Und. Die WM mit mir selber auch ein bisschen die Augen geöffnet. Ich habe gewusst, ich bin gut in der Schweiz. Ich habe zu den Besten gehört in der Liga. Von den Punkten her haben wir das auch gesehen. Aber dann wusste ich, ich will an die WM gehen, ich will das Team arbeiten. Aber ich habe selber auch nicht gedacht, dass es so rausgekommen wird, wie es rausgekommen ist. Ja. Und ja, wie gesagt, mit den Augen geöffnet. Man hat gesagt, was ich überhaupt drauf habe. Darum ist es mental auch so wichtig, dass mein Kopf weiss, wenn man parat ist, wenn man an sich glaubt, dann kann man extrem viel erreichen. Und ja, es ist eine gute Erfahrung, es war richtig für mich. Und jetzt kann ich auch wieder schauen. Und ja, von der NHL, ja, ich glaube, es sind nicht Träume, aber herzschaffen, dass ich mein Ziel dann erreiche. Gibt es deiner Meinung nach eine Grenze nach oben? Bei dir selber? Ja, ich glaube, das ist noch zu früh, um das zu sagen. Ich bin noch so jung, ich habe ganz viel Potenzial, das ich muss ausschöpfen muss. Und ich muss glaub, noch ein bisschen selber herausfinden, bis wo geht es überhaupt. Aber man soll vom Größten träumen, man soll herarbeiten, um so weit raufzugehen, wie es geht. Und ja, Grenzen soll man glaub, sich auf keinen Fall setzen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Also, danke, dass du Zeit genommen hast für das Gespräch. Ich hoffe natürlich, dass deine Träume in Erfüllung gehen, nicht noch weiter, sondern auch, dass es ein bisschen besser weitergeht jetzt in Kloten, wie das angefangen hat. Merci vielmals. Danke vielmals. Das wäre schon wieder gewesen. Ich bedanke mich vielmals für das Interesse. Bis zum nächsten Mal. One on one.